Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Ein Spieler wirft eine symmetrische Münze. Fällt Zahl, so hat der Spieler gewonnen. Bei Kopf darf er nochmal werfen. Erhält er nun Zahl, so hat er gewonnen, ansonsten hat er verloren. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt der Spieler? Wir können diese Situation durch ein solches Baumdiagramm darstellen. Hier ist der Start. Der Spieler wirft die Münze einmal, somit erhält er entweder Zahl oder Kopf. Und dies jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von ein halbes. Erhält der Spieler Zahl, so hat er gewonnen und das Spiel ist beendet. Erhält der Spieler Kopf, so darf er nochmal werfen. Jetzt wirft er entweder Zahl oder Kopf und dies mit einer jeweiligen Wahrscheinlichkeit von ein halbes. Wirft er hier Zahl, so hat er gewonnen und das Spiel ist beendet. Wirft er hier Kopf, so hat er verloren und das Spiel ist ebenfalls beendet. Die Wahrscheinlichkeit bei diesem Spiel zu gewinnen liegt also bei ein halbes plus ein halbes mal ein halbes. Die Wahrscheinlichkeit von Gewinn ist also ein halbes plus ein Viertel, das heißt drei Viertel. Und die Aufgabe ist schon beendet.